Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video wollen wir uns mit einem kleinen Zusatz einiger Druiden befassen. Manche von euch kennen ihn vielleicht auch schon und es wurde auch schon mal namentlich genannt. Und manche auch noch nicht. Wir werden uns heute mit dem sogenannten Scomplink befassen. Vorneweg möchte ich direkt sagen, dass es zu Scomplink selbst keine wirklichen Quellen gab. Alles, was ich euch hier erzähle, stammt aus den Filmen, Serien oder auch Games. Dennoch sind diese Scomplink im Kanon bereits involviert. Einige Druiden, gerade die Astromech-Einheiten, hatten ein weiteres Feature, nämlich das sogenannte Scomplink. Das Scomplink funktionierte wie die Codezylinder aus dem Imperium. Wer mehr über die Codezylinder wissen möchte, kann auch gerne mal bei meinem Video dazu vorbeischauen. Oben in der Infokarte verlinkt. Der Scomplink konnte mit dem Scomplink-Anschluss gekoppelt werden und so konnten Daten übertragen oder Türen geöffnet werden. Diese Handlungen sehen wir sehr oft von einigen Astromech-Druiden, welche die Jedi begleiten und auch unterstützen. Darf ich dir Gaming Interactive vorstellen? Sie sind eine Multi-Gaming-Community im deutschsprachigen Raum. Ihr Fokus liegt auf tollen RPs in der Anwendung von Garry's Mod. Seit dem 21. Januar kannst du dich auf ihrem Garry's Mod Server frei bewegen und dort in eine Story um 18 vor Schlachtjavin eintauchen. Für weitere Informationen schau einfach in mein Video über die Kooperation oder trete ihrem Discord-Server bei. Auf Discord kannst du dich über sie selbst und auch ihren Garry's Mod Server informieren. Den Discord Server sowie ihren YouTube Kanal habe ich dir unten in der Videobeschreibung und auch in meinem Profil verlinkt. Schau also gerne mal vorbei und unterstütze Gaming Interactive. Vielleicht wirst auch du mich bald auf ihrem Garry's Mod Server treffen. Auf Discord auf jeden Fall. Wer weiß. Aber weiter geht's. War ein Druide oder auch ein Lebewesen mit einem Scomplink-Anschluss verbunden, eben durch die Verwendung eines Scomplink, so konnten die Daten oft abgerufen, sogar gespeichert werden. Manche konnten auch direkt über eine holographische Projektion abgespielt werden. Auch der Klon Echo, welcher von Rex und dem Bad Batch gerettet wurde, besaß einen solchen Scomplink. Diesen hatte man ihm damals während einiger Foltereien gegeben, da er seine Hand verloren hatte. Mit diesem Scomplink gelang es später auch Echo, das feindliche Schiff zum Teil zu übernehmen. Dabei bekam er jedoch auch noch weitere Eindrücke, welche den Klon ziemlich zusetzten. Echo trug den Scomplink an seiner rechten Hand und war damit sogar in der Lage, Türen zu öffnen, Daten herunterzuladen oder eben auch Eindrücke zu erhalten. Auch konnte er mittels Scomplink und seinen Gedanken weitere Aktionen ausführen. Die Scomplinks funktionierten nicht nur bei den republikanischen Schiffen, sondern auch bei den imperialen, wo man jedoch auf die Codezylinder zurückgriff. Auch war es auf imperialen Schiffen möglich, mit dem Scomplink ebenfalls Daten herunterzuladen. Anfangs hielt das Imperium ihre Technik für unüberwindbar, weshalb sie die Codezylinder entwickelten. Jedoch stellte sich recht schnell das Gegenteil heraus. Das war's aber auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Und wenn du noch weitere Themen anschauen möchtest, habe ich auf meinem Kanal auch schon einige weitere Videos hochgeladen, die dich vielleicht interessieren könnten. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mich mit einem Abonnement unterstützt. Um nichts mehr zu verpassen, solltest du aber auch die Glocke aktivieren. Wenn ihr Wünsche habt über Videos, welche ich noch machen soll, kommentiert dies einfach und ich versuche euren Wünschen gerecht zu werden. Natürlich werde ich eure Kommentare lesen und gegebenenfalls sogar darauf antworten. Zu diesem Video über die Scomplinks wurde ich von einem Let's Player namens Tombos Games inspiriert. Denn er hat vor kurzem einige Jedi Fallen Order Let's Plays hochgeladen, welche ich mir angeschaut habe. Dabei ging es auch darum, dass der Scomplink-Anschluss des Druiden von Cal Kestis, also B1, kaputt gegangen war. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr bald wieder vorbeischaut. Möge die Macht euch leiten.